Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan, das ist eine neue Fischvorstellung. Das ist sozusagen eine Sonderfolge heute, denn es geht um Tiere, die ich zum ersten Mal sehe und wahrscheinlich seht ihr die auch zum ersten Mal. Es geht um diese wunderschönen, silbrig-grau glänzenden Salmler hier neben mir. Das sind Hyphysobrychon CF, also ähnlich wie Cornatus. Das sind jetzt Wildfänge aus dem Rio Xingu bei Mato Grosso in Brasilien, Südamerika. Ist tatsächlich ein Europa-Erstimport. Mega spannend. Das hat leider auch so ein bisschen den Nachteil, dass ich mir jetzt schwer tue mit der anderen Beschreibung. Ich kann euch mal nur meine Erlebnisse mit den Fischen hier beschreiben. Ich habe eine kleine Gruppe hier eingesetzt, eine Fünfergruppe, vermeintliche 2 Männchen und 3 Weibchen. Werden wir erst in der Zukunft sehen, ob es dann wirklich so ist. Aber die schwimmen jetzt schon circa 2 Monate hier und es sieht so aus, als wären es tatsächlich 2 Männchen und 3 Weibchen. Männchen sind deutlich größer, haben auch so eine orange-gelb hinterlegte Afterflosse und die Weibchen sind ja, kleiner, ne? Und ein bisschen fülliger von der Körperform und haben eine kleinere Afterflosse, die auch nicht so bunt ist. Die Fische haben ein ganz einzigartiges Merkmal, nämlich so einen leicht marmorierten Rücken. Das erinnert so ein bisschen an diese Musterung, wie Tigerhaie sie zum Beispiel haben. Das kenne ich tatsächlich sonst von keinen Zierfischen. Falls ihr da Fische kennt, die so ähnliche leichte Marmorierung haben, dann schreibt doch gerne, welche das sind. Würde mich nämlich wirklich interessieren. Ich habe das so wie bei denen eigentlich noch nie gesehen. Vielleicht noch am ehesten bei blauen Fadenfischen, aber das sieht auch ganz anders aus. Also so wie die das haben, kenne ich das gar nicht. Bei der Aquariengröße würde ich sagen, zumindest ein 80er Becken, vielleicht besser ein 1 Meter Aquarium, sind doch ja, relativ große Fische. Die Männchen haben jetzt so ca. 4 bis 5 cm. Bin mir nicht sicher, wie groß die noch werden. Eventuell wachsen sie noch ein wenig, aber so von der Proportion Augen zu Flossen zu Körper sieht so aus, als wären die Fische eher schon ausgewachsen. Bei den Wasserwerten, wir haben sie jetzt hier, so wie bei fast all unseren Aquarien, mit sehr weichem Wasser, also Carbonathärte liegt nahe Null, Gesamthärte so 4 bis 6 Grad. Da zeigen die Fische prächtigste Farben. Ich habe das Aquarium relativ kühl, ich habe so 22, 23 Grad und die Tiere fühlen sich da wohl. Ich habe auch schon so Imponiergehabe gesehen. Eierablagen habe ich leider noch keine beobachten können, das heißt zum Thema Vermehrung kann ich euch erstmal nichts sagen. Bei der Ernährung war ich mega überrascht eigentlich, weil das jetzt eben Wildfänge sind. Da habe ich eigentlich erwartet, dass die kein Trockenfutter annehmen werden. Aber es war hier so, dass sobald die anderen Fische an das Trockenfutter rangegangen sind, die Cornatus das auch sofort angenommen haben. Egal ob Flocken oder Granulate, hat super funktioniert. Auch bei uns in der Fischanlage, wo ich die restlichen untergebracht habe, hat das vom ersten Tag an toll funktioniert und muss sagen, ist viel unkomplizierter, als ich es befürchtet hatte und sind wirklich geniale Fische mit einem ganz einzigartigen Look. Auch das Verhalten ist eher ungewöhnlich für so neue Fische im Hobby. Ich habe nur eine Fünfergruppe hier eingesetzt und ich kann alle 5 Fische die ganze Zeit sehen, sind sehr präsent, immer im mittleren, unteren Wasserbereich, nahe der Deckung, ähnlich wie sich zum Beispiel Phantomsalmler auch im Aquarium bewegen. Man kann auch immer wieder sehen, dass die Männchen sich gegenseitig ein bisschen vertreiben, also dürften so leichte territoriale Verhaltensweisen haben und sind super nett beim Beobachten. Immer wieder vertreiben sich die Männchen dann auch, also scheuchen das andere Männchen halt weg. Was aber ganz interessant ist, die Flossen haben eigentlich nie Verletzungen. Also oft ist ja so, dass, bleiben wir mal jetzt bei Phantomsalmlern als Beispiel, dass dann so, dass wenn die Männchen diese Imponierkämpfe ausleben, dass die sich so gegenseitig ein bisschen in die Flossen zwicken und die dann so richtig zerfranst sind danach. Das hatte ich jetzt hier bei denen noch gar nicht. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht vielleicht in Zukunft machen werden. Das weiß ich ganz einfach noch nicht. Ist ja auch neu für mich. Ich wollte das ganz einfach mit euch teilen, weil ich die Fische so wunderbar und auch sehr interessant finde. Und vor allem sind sie so ungewöhnlich. Also diese Kombination grau-gelblicher Körper mit diesem marmorierten Rücken. Sie haben eine ganz weiße Fettflosse. Das habe ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Der schwarze Fleck auf der Schwanzwurzel, das tragen viele Fische. Aber dann auch so eine gelb-orange Afterflosse, sehr, sehr cool. Und was die Fische jetzt auch seit ein paar Wochen zeigen, das hatten sie anfangs, denke ich, noch nicht, sind so Glanzschuppen am Rücken, so ein bisschen wie Brillantsalmler das machen, also so richtig ja, glänzende Schuppen, die dann, wenn die Fische richtig im Licht stehen,
toll rausschillern. Ist für mich ein echtes Highlight. Also ich glaube, ich habe schon meinen Favoriten im Jahr 2024 gefunden. Hüfelsabrikon CF Cornatus aus dem Rio Xingu. Super spannend. Ich hoffe, die gefallen euch genauso gut wie mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.